Servus Performance Floor Friends, wir sind hier am Flughafen in Stuttgart. Heute geht es nach Berlin zum Foliencenter und jetzt heißt es für uns hier... Prinzmann. Ach Mann, nochmal. Servus Performance Floor Friends, für uns geht es heute nach Berlin zum Folienprinz und das heißt, wir sind jetzt hier am Stuttgarter Flughafen und warten schon gefühlt 4 Stunden. Nein, so lange nicht, aber gefühlt. Und ja, bei uns ist es doch recht spannend, lustig wie immer. Und wir warten jetzt nur drauf, dass es gleich losgeht mit dem Boarding. Und dann geht's ab nach Berlin. Performance Flow goes Berlin. Später. Ja, Performance Love Friends, wir sind jetzt hier angekommen in Berlin beim Folienprinz. Man sieht es ja hinten an der Wand, die kennt man ja von etlichen YouTube-Videos. Und so schaut es jetzt hier aus, aber wir gehen ja nicht hierher. Wir gehen in die neue Halle, weil Mutti zieht um. Das heißt, wir gehen in eine neue Halle. Und da ist auch, wie hier, eine bodenlose Frechheit. Ich hoffe, man versteht mich. Es ist relativ laut hier drin. Und wir haben nur die kleine Pocket dabei. Deswegen, aber ja, wie schon gesagt, hier geht's raus. Und ins Neue geht's rein. Und da gehen wir jetzt hin. So, und herzlich willkommen. Hier sind wir in einer dieser Hallen. Wir haben 2 Hallen. Das ist die große. So sieht es hier auch aus. Wir haben hier einen Betonboden. Wir haben hier schöne Fensterfront. Das heißt auf jeden Fall Dehnfuge. Hier oben Folienprinz. Und er hat extra, und das ist das, was auch immer mega cool rüberkommt, die Wände in unserem Anthrazitgrau gestrichen und dann auch das Rot. Das heißt, hier ist alles nachher am Boden angepasst. Und kommt natürlich mega cool rüber. Hier ist natürlich jetzt auch riesen viel Platz. Das wird, glaube ich, gar nicht auf der Kamera so. Auch hier wieder mega Graffiti, Berlin. So die Wurzeln von ihm, denke ich mal. Also wird auch mega cool. Genau, so sieht das Ganze hier aus. Hier draußen, da stehen die Paletten. Das heißt auch hier Performance Floor, alles organisiert, dass das natürlich alles schön passend da ist. Dann haben wir hier unser Werkzeug-Equipment, unsere Schneidemaschine, ganz wichtig. Und da haben wir dann noch eine Reserve, genau richtig. Ja, und wie sich das gehört, Aufbauplan. Da könnte man jetzt schauen, machen wir aber nicht, weil wir fangen jetzt mal an. Es geht los, bodenlose Frechheit. Da ist ein Maestro. Bodenlose Frechheit wird jetzt hier in eine bodenhafte Frechheit verwandelt. Let's go! We'll be right back.
Uns ist leider ein kleiner Fehler unterlaufen, also nicht mir mit dem Messen, sondern das Gebäude ist mit der Zeit geschrumpft. Weil wir haben zu viel Farbe aufgetragen auf den Wänden. Nee, wir haben uns vertan. Wir hatten jetzt da vorne, glaube ich, wie viel Zentimeter zu wenig? Eine Platte, wa? Wie breit ist eine Platte? 40. 40? Also eine Plattenreihe, wir hatten 40 Zentimeter zu wenig oder zu viel gemessen gehabt, sodass es dann auch nicht mehr da bündig gewesen ist, wie wir es haben wollten, nach der Form. Wir mussten jetzt hier eine Reihe rausnehmen, damit wir das dann wieder zurückschieben und dort weitermachen können, nach Form, wie wir es haben wollen. Wir wollen, das da hinten soll es hell auslaufen. Und sonst wäre es nicht hell ausgelaufen. Jetzt habt ihr mal ein schönes Beispiel gehabt, was du vorhin erzählt hast, dass man den Boden einfach rausnehmen kann. Genau, richtig. Einfach rausnehmen am Stück, große Fläche, kurz gezogen, das passt. Guck mal dann hier, alles. Bis wohin, ne? Überleg mal, das haben wir alles gerade gezogen. Ja. Das ist schon krass. So, Performance No Friends, wir sind jetzt soweit fertig. Hier Tag 1 endet. Hauptfläche haben wir gelegt bekommen. Morgen kommt dann noch der komplette Zuschnitt. Das heißt, das waren jetzt hier knapp 230, 250 Quadratmeter, was wir jetzt heute in 4 Stunden reingemacht haben. Das heißt, auch hier wieder 250 Quadratmeter, 4 Stunden. Morgen kommt dann hier noch eben an diesen Pfeilern zum Beispiel der Zuschnitt. Und dann sind wir auch fertig. Ich sage jetzt mal hier an der Stelle, bis später. Einen wunderschönen guten Morgen. Tag Nummer 2 ist angebrochen. Wir sind wieder hier. Es ist jetzt 9:45. Wir haben soweit schon alles hingerichtet. Das brauchst du auch nicht verstehen, Siri. Du musst nicht alles verstehen. Gut, sorry. Es ist jetzt 9:45, wie schon gesagt, wir haben alles soweit hingerichtet. Heute wird zugeschnitten. Das heißt, wir haben hier überall Platz gelassen. Das heißt, wir haben soweit alles verlegt. Nur eben da, wo zugeschnitten werden muss, haben wir praktisch die Löcher gelassen. Da nehmen wir dann Maß. Dann wird es mit der Stichsäge zugeschnitten oder eben mit unserem Knacker. Also hier ringsrum, dann geht es weiter hier an der Wand. Genau, hier geht es dann auch noch weiter. Und dann geht es weiter in den nächsten Raum. Und zwar Folienprinz. Hier. Folienprinz ist ja nicht nur bekannt für seine Folien. Der hat ja mehrere Sachen. Es gibt zum Beispiel auch ein Prinz Café oder Café Prinz, wo man Shisha, solche Sachen, was trinken kann. Genau richtig. Dann gibt es noch Ambiente Prinz. Und da werden eben so Sternenhimmel gemacht, Ambientebeleuchtung, alles rund ums Auto. Und das wird dann hier in dieser Halle geschehen. Auch hier bodenlose Frechheit. Da drüben steht schon und das bauen wir jetzt als nächstes rein. Ihr hört im Hintergrund, hier wird noch überall gebaut. Das heißt, am 1.4. ist hier Eröffnung und ja, dann geht es hier ab. Und bis dahin muss alles stehen und sitzen. Deswegen legen wir jetzt los. Und dann auch noch viele Leute, die holen sich die ganzen Inspirationen, Ideen bei uns aus dem Instagram-Kanal. Das heißt, das sind ja die fertigen Projekte schon überall drin. Mhm. Und eben auch YouTube-Kanal, weil viele wollen das dann auch selber installieren. Und auch da haben wir, wie mache ich das, was brauche ich dazu, genau richtig komplett. Dann sind wir viel unterwegs, wie jetzt auch bei dir. Auch dieses Video wird bei uns praktisch auf dem YouTube-Kanal sein. Und ja, da waren wir auch mit Grip unterwegs schon, mit Nürburgring, auch mit Autos. Also jeder, der autoaffin ist, wir nehmen euch mit in die geilsten Garagen Europas. Ja, ich habe ja auch, also ich persönlich, oder Cenk besser gesagt von Ambiente, hat ja auch seine Inspiration wirklich von Instagram rausgeholt. Ja, ja. Also wir haben uns da ein bisschen was anguckt und wir haben auch bei Google eingegeben, ne, Performance Floor, bam, kommt ganz viel von euch. Ja. Ihr habt auch richtig schöne Hallen da und deswegen bin ich auch auf die LEDs gekommen und da haben wir auch schon uns so einiges überlegt. Und ja, das ist wirklich ein guter Anhaltspunkt, wenn man sagt, okay, ich will was sehen, ich brauche eine Inspiration. Genau. Einfach Performance Floor eingeben, Instagram. Und dann seht ihr ganz viele Fotos und Videos von den jungen Männern. Genau. Und wem es gefällt, das natürlich auch folgen. Ja. Das ist natürlich das A und O. Die Jungs folgen, das ist wichtig. Ja. Ne? Da könnt ihr auch sehr viele weitere Projekte sehen. Nicht nur unser Projekt, ihr seid ja auch sehr weit vertreten, Grip etc. Genau. Ihr habt so viele krassen Garagen. Ja. Also die Jungs haben das schon echt drauf und die sind schon echt gut rumgekommen, sag ich mal. Ja. Da ist der hier, der Bauchreiz, schnell! Genau. Da ist es
Model von Performance Flow. Ja, der mein Bruder, genau, der macht die ganze Planung und. Eine Glatze. Und ja, aber ist egal, man kann ja was noch machen. Ja, das stimmt. Türkei, ja. Richtet. Und Enes, wo ist Enes? Jetzt zeigen wir. Wenn wir schon zeigen, dann zeigen wir alle. Enes! Ja, genau. Jetzt kommt Enes. Der. Der albanische Adler der, kommt der rein. Vogel, ja. Da freuen sich jetzt die Albaner schon wieder. Wir haben ja auch ganz viele Community von Albanern, die freuen sich immer sofort, wenn Albaner da ist. So ist es. So, jetzt sind wir komplett. Jetzt seid ihr komplett, genau richtig. Der kam auch schon direkt hergeflogen, der albanische Adler. Ja, ich habe auch schon gesagt, die albanische Community freut sich jetzt immer sehr. Wir haben eine starke Community auch aus Albanien. Wo kommst du her aus Albanien? Ich komme aus Dragaš, aus Kosovo. Aus Kosovo, ja? Genau. Nicht aus Sanjak oder viele nein, nein, aus Sanjak. Aus Kosovo. Ja, also schöne Grüße auch aus Dragaš. Raus in die Community. Mir. Ja, okay, das war halt das ganze Team. Genau richtig. Ja, Performance of Friends, wir sind fertig. Soweit jetzt alles durch. Und ja, das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen, würde ich sagen. Folienprinz ist glücklich, wir sind glücklich. Jetzt geht's noch was essen und dann geht's morgen ab in den Flieger und wieder zurück ins schöne Schwabeland. Bis dann!